Meine Idee wäre es jetzt hier der Balustrade lang hier hinzugehen. Weil hier oben hin kommen wir, glaube ich, ohne den Kampf nicht weg. Ja, die bewegen sich auch auf alle Fälle. Also da ist ein bisschen Bewegung drin. Irgendwann verschwindet wohl auch der Mensch, der sich hierhin zurückgezogen hat. Also die stehen da nicht rum, die laufen dann hin und her. Und auch der Söldner, der hier steht, löst dann hier ein paar andere ab, die dann nach unten gehen, nach oben gehen. Irgendwann wieder die Treppe nach oben in den Salon, die ihr auch auf der anderen Seite sehen könnt. Ach Stellt so, sich also wenn die, relativ. wenn, Ja, also die bewegen sich. Also da ist jetzt ein dann bisschen. würde ich mal die Gunst der Stunde nehmen, wenn hier gerade keiner ist, darüber schleichen. Baum. Ja, nein, vielleicht. Wie sieht's aus? Was willst du jetzt tun? Hier rüber schleichen. Torwald, würfel mal eine Sinnschärfe hören. Denn du standest ja die ganze Zeit da und hast auch vielleicht ein paar Gespräche aus dem Innenraum mitbekommen. Ja, ein oder zwei. Ja, du kennst die Stimme von Arvid vielleicht, aber ansonsten eine etwas rauere Stimme ist dabei. Vielleicht leicht quäkig, möchtest du sagen. Kannst du aber nicht genau zuordnen. Und eine sehr, sehr dunkle Stimme ist dabei, die dir einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen lässt. Insgesamt sind es dabei wohl sechs Personen, die sich dort unten unterhalten. Okay. Kannst wohl auch sowas hören wie Dämonenarche und Geld. Aber den Rest, der verschwimmt da wohl so ein bisschen. Wenn der Chef dann zu mir kommt und mir vermutlich auf die Schulter tippt, damit ich seine Anfrage auf Attac entgegennehmen kann, antworte ich einfach mit: Warte du hier, ich gehe schauen. Alles klar. Oh, Fuchs, schon mal an Ecke. Da wird dann auch Und dann, hergewunken. ja, dann ducke ich mich an der. Von der Karte her würde ich sagen, Sitzgelegenheit hier vorbei. Einmal herum an die Ecke hier und schaue noch einmal in den Rundgang hinein. In den Rundgang hinein. Naja, das hier halt. Also ich gucke im Grunde hier um die Ecke, ob hier gerade jemand steht. Ja, hier auf dem Balkon unterhalten sich wohl gerade zwei Söldner mit einem sehr jungen Mann, der wohl gerade ein bisschen Schwerttraining oder sowas beigebracht bekommt. Wenn Jarlan hier wäre, würde er vielleicht sich an sich selber so ein bisschen erinnern, aber Jarlan ist nicht hier und ja, das ist also wohl irgendwie so ein Kind, was hier höchstwahrscheinlich wohnt, sonst hätte es keinen Grund hier zu sein. Warum auch immer es jetzt noch so spät auf ist, aber ja, was man eben in dem Alter so macht. Und hier sieht man niemanden mehr. Aktuell nicht. Dann winke ich zum Chef herüber, Ja. mache mich selbst auf den Weg zu der Tür hier. Ah, okay, alles klar. Ja, hinterher. Überprüfe die kurz. Geschlossen. Geschlossen. Verschlossen Verschlossen. oder geschlossen? Verschlossen. Verschlossen. Gut, dann drehe ich mich um. Zurück. Es ist ja nicht weit. Eine schnelle Bewegung erst hier in die Ecke. Nochmal über die Schulter geschaut, dann etwas exponierter um die Sitzgelegenheit herum. Brauchen den Fuchs. Yes, Chef. Der Raum ist verschlossen, dann ist wahrscheinlich niemand drin. Wie schnell. Naja, Chef sagt ja, ist Schlafgemach. Und wenn Dürrebrand ist Nein, nein, unten nein, bei nein, nein. seiner Gäste, dann muss wohl sein leer. Das ist nicht der Schlafgemach. Der Schlafgemach ist die Tür daneben an. Bliat. Warum ich. Wie schnell kannst du aufmachen, Tür? Einfache Tür geht schnell. Wie sah das Schloss denn aus? Ich habe ein bisschen Ahnung von Schlössern. Ich nicht. Groß. Ein Das war großes groß. Schloss ist immer einfach. Alles klar. Soll Ich ich? frag mal kurz: Sind das hier Fenster oder ist das eine Balustrade, Ein über die man hinab. Geländer. Du Ein kannst also Geländer, okay. dich rüberlehnen und dann hier in diesen Speisesaal gucken. Man könnte also von hier aus ein Attentat auf Arvid Sturm Prinzipiell ja, also wenn du mit deiner Armbrust anlegst, würde das gehen. ranführen. Werde ich dafür nicht bezahlt? Nein, was mich eher frage ist, dieser Pfeiler hier, ist er breit genug, dass ein Mann dahinter stehen kann, ohne von unten gesehen zu werden? Das müsstest du jetzt nachmessen. Ich schaue mir mal nach. Das Ding ist ungefähr 1 Meter.
Platz ungefähr. Also, ja, müsste gehen. Okay. Gut, dann mach du auf Tür und ich gebe dir Deckung. Und wenn du wirst erwischt, wir boxen dich raus. Nicht. Nicht? Du das, wofür du bezahlt hast. Genau. Ich schaffe, leise, schnell Schloss öffnen. Wird erledigt. Gut. Ich begebe mich dann hier an dem Pfeiler in Position, knie mich ab, hoffe nicht gesehen zu werden. Jetzt erkennst du auch die Person. Direkt unter dir steht wohl ein weiterer Butler, eine Magd, die hier sehr aufreizend mit großen Brüsten steht und ihre Getränke anbietet. Teilweise kommt wohl auch noch ein paar andere Mägde hinzu. Ein Koch präsentiert gerade, beziehungsweise kein Koch, es ist sogar ein Konditor, präsentiert gerade eine große Torte und geht dann wieder nach draußen. Vor dir kannst du erkennen zwei Gelehrte, offensichtlich Bornländer. Mit denen kann man wenig anfangen, die sind ja nicht sagen, irgendwelche Gelehrte. Ein kleines Kind. Auf den zweiten Blick kannst du erkennen, er hat wohl eine Art Wasserkopf und spitze Ohren. Irgendwie ein kaputter Elf, ein kaputter Zwerg ohne Bart. Noch nie gesehen. Ein Mann mit einem großen Hut und einem wohl fehlenden Auge, eine Augenklappe davor. Ein Mann, schneidig, wohl eine Art Offizier. Und Arvid Stirrebrand, ganz offensichtlich. Alrixey, der Verräter. Sagte Alrixey. Kenne ich ihn nicht. Dann darf sich der Hartschlosser am Tür, an der Tür zu schaffen machen? Was tut Ragnar in der Zeit? Er würde auch da sich irgendwo hinschleichen und Übersicht versuchen zu behalten. Also wenn hier der gute Torwald, Dukatjev, Alrixey, genau, natürlich, da den Überblick behält, dann würde ich in die Richtung überprüfen, dass hier auch keiner hochkommt oder so. Dann darf also jetzt auch nochmal Ron, beziehungsweise Rondri, Ragnar eine Hörenprobe machen. Natürlich kann Alrixey das auch ohne Probleme hören, aber für dich ist das auch von nicht so sehr viel wert. Ragnar derweil wohl umso mehr wert. Es geht um die Gezeitenspinne. Wohl gerade ist der Bericht von dem schneidigen Offizier fertig und Arvid steht wie immer knöchelknackend am Ende des Tisches. Also gut, wenn sie die Arche wirklich vernichten, wir wissen, dass wir das Geld, die 100.000 Dukaten, so nicht aufbringen können. Wir werden sie also mit etwas weniger abspeisen müssen, so etwas wie Raten. Ich würde einfach sagen, wir bieten ihnen 1.000 Dukaten im Monat als Leibrente, das sollte ohne Probleme möglich sein. Ja, das halte ich für eine gute Idee. 100.000 Dukaten auf einen Schlag können wir nicht machen. Auch wenn die Zirkewitz und dergleichen weiter mehr mitziehen, die Dachmani. Aber ich bin nicht bereit, ein solch großes Geschenk ihnen zu machen. Vor allem, weil ihnen die Arche geschenkt worden ist. Sie haben ja selber nichts dafür getan. Ja. Ja, dann kannst du sehen, wie wohl Siegwald gerade dabei ist, an dem Schloss fertig zu sein und gibt dir ein paar Zeichen, du könntest hinein. Alles klar. Könntest du auch weiter stehen bleiben? Nö, ich gehe jetzt erstmal ran. Gut. Ja, du stehst in einem Gästezimmer. Hier gibt es natürlich sowas wie ein Bett, eine große Garderobe, sehr freigiebig, einen großen Kamin, aber nichts, was wirklich von Dauer ist. Also das ist nicht das Herrenzimmer. Hier wird Stirrebrand selber nicht nächtigen, beziehungsweise Arvid Stirrebrand wird hier nicht nächtigen, sondern das ist offensichtlich mit Garderobe ausgestattet. Hier ist wohl einer der Gäste untergebracht. Ja. Dann geht Ragnar auch direkt wieder raus und meint, das kann hier nicht drin sein. Also beziehungsweise würde er nur den Kopf schütteln und dann direkt auf die nächste Tür zulaufen. Ich habe gesehen, dass da gerade eben schon einer verschwunden ist. Und dann wird man Alrixey bedeuten, hier als erstes reinzugehen.
Arixel wird etwas nervös, weil er halt im Moment sehr viel Fläche abzudecken hat. Kommt dann auch ziemlich froh nach. Lehnt sich mit der Schulter an die Tür und wartet von hinten nochmal ein Signal ab. Ja, dann würde ich 3, 2, 1 runterzählen. Gut, Dem dann zunicken. dann drückt er mit der rechten Hand und der rechten Schulter die Tür auf und dreht sich dann auch direkt rum, dass er den Raum im Blick hat. Was sehe ich? Drei Oh shit. Kinder, die auf dem Boden sitzen und wohl gerade spielen mit Holzpüppchen. Sie schauen dich an und wissen wohl mit offenen Mündern nicht, was sie hier gerade tun. Ich schieb den Dolch sehr schnell hinter meinen Rücken, stecke ihm irgendwie in den Gürtel, schneid mich dabei vermutlich sogar noch, leg die Hand an den Mund. Papa hat gesagt, wir dürfen noch aufbleiben. Wir spielen verschiedene Decken. Okay. Aber ihr dürft nicht verraten, denn ihr wisst ja, was passiert mit Leuten, die verraten beim Verstecken. Sollen wir zählen oder so? Wo sollen wir euch denn suchen? Nee, du spielst nicht mit. Ich bin am Verstecken. Ach so. Da. Aber ihr seid ja hier und deswegen ich muss ja suchen eigenes Versteck. Denn du weißt ja auch, was passiert mit Leuten, die suchen gleiches Versteck wie andere. Du kannst dich hinter dem Vorhang verstecken. Oder du gehst in die Kammer von Henry und aber der ist ja auch gerade drin. Spielt er mit? Also Henry und Jamus, die haben ihr hinter der Tür. Ja, Erwachsene spielen alle mit und ihr dürft nicht sagen, wo wir sind, denn das macht keinen Spaß. Na gut. Ich rückwärts, schließe die Tür wieder hinter mir, drehe mich um, nicht mal auf Attack, einfach nur Kopfschütteln und weiter. Ja, weiter ist schwierig jetzt. Die Kinder. Ja gut, also ich würde mal sagen, hier ist die Drei, Tür offen zwei, oder zu? zurück, ich gehe zurück. eins. Ich gehe zurück. Und los. Ich Ja, wollte halt. Ragnar und Sigvald stehen wieder einfach auf einem Gang rum und ihr könnt ja sehen, wie sich wohl gerade die Wachen umdrehen und Löwenherz hier auf den in diese Tür hineintritt. Genau, das wollte ich mich gerade fragen, ob die Tür offen oder zu Die ist. Tür war angelehnt. Ach so, ja dann. Ja, Würde ich mich er schaut jetzt. dich an und zieht sein Schwert. Das ist nicht gut. ne? Also, jetzt wird's schwierig. Was tut ihr hier? Ich bin Ich glaube, ich bewaffnet. wurde zum Duell gefordert, mein Freund. Haben wir dafür Zeit? Ich glaube, unten wird auf uns gewartet. Was Ja, redest du da, doch. Loi? Hier sind Männer. Wie, hier sind Männer? Jetzt ist der Zeit zum Verstecken gekommen. Ich denke auch. Weg. Ja, wo wollt ihr hin? Drei, zwei, Ja, zurück. eins. Drück mich etwas weiter hinter die Sitzgelegenheit. Dann Kommt nicht in lauft ihr dieselbe jetzt Richtung, los, ihr oder Depp. wie? Wie Was bitte? Lauft ihr sollen wir los? machen? Also, Also, ich war ja schon versteckt. Athletikprobe. Einer der Söldner tritt durch die Tür, denn ja, Loi hat euch natürlich bemerkt, hat geredet und. Wow, gute Probe. Dann springst du über die beigestellten Sitzmöbel. Irgendwie auf Attack zu verstehen. Verteilen, verteilen, verteilen. Ist das so ein junger Bube, der neu? Ja, der ist ungefähr 14 Jahre. Und Sigvald stolpert über die Möbel und liegt jetzt hier flach. Digga, Den weiter, weiter, weiter. würde ich schnell versuchen zu packen und obwohl. Jeder ist Alarm! sich allein, Eindringlinge! Sie sind selbstverliebteste. im Wir oberen verstecken uns. Stockwerk! Wir verstecken Bei den uns. Bildern! Kann man sich hier irgendwo vernünftig verstecken? Ah ne, bei den Bildern ist natürlich schwierig jetzt. Ich springe aus dem Fenster. Gut, ja, das ist dann der zweite Stock, ungefähr 5 Meter, würdest du sagen, auf Kies. Ja, ne? Ja, du springst, also das Fenster wurde wieder zugeschoben, du springst einfach durch die Glasscheibe, durch die Glasfront hindurch und Torwald ist wohl ein bisschen überfordert, hat sich da wohl irgendwie versteckt und guckt jetzt ungläubig in Richtung von Ragnar. Ja, Ragnar, du bekommst erstmal 1W6 SP fürs durchs Fenster springen und dann Aber kontrolliert, das ist ein kontrollierter Sprung, ne? Eine Also. Körperbeherrschungsprobe erschwert um 5 für die 5 Meter.
Sehr schön. Ein W6 kriegst du trotzdem, weil. Ja, Gut. nehme ich. Dann, wie gesagt, nochmal Körperbeherrschungsprobe erschwert um 5 für die 5 Meter. Das sind jetzt aber nur Ausdauerschaden, ne? Weil es ein kontrollierter Sprung ist. Richtig. Doppel 1, dann bekommst du keinen Schaden, rollst dich ab und ja. Also ich würde den kritischen Erfolg gerne so werten, dass ich zwar Schaden von diesen Dingen bekommen habe, vom Fenster, Ja, aber außer genau. diesem kleinen Loch da nicht weiter irgendwie Lärm entstanden ist. Also das ist ja. Oder hatten wir das Fenster wieder zugemacht? Das Fenster war zu, du bist jetzt Ja, das komplett durch die Glasbarrikade gesprungen, aber Wir haben das mit dem Fenster kritischen. eingeschlagen, Frosty. Da ist keine Glasbarrikade mehr. Ja, aber dieses Ach so, das ist, wenn du so ein kleines Loch und dann das Fenster aufgemacht werden kann Ja, von also innen. du bist jetzt durch die übergebliebenen Scherben bist du dann du hast ja nur ein kleines Loch eingedrückt und da dann den Riegel geöffnet, damit du es ja von innen öffnen kannst, aber ja, so ein paar Glassplitter stecken jetzt halt in dir, das ist diese eine SP, aber nicht weiter wild. Du könntest auf alle Fälle ohne Probleme jetzt dich abrollen und dann Hackengas geben, denn die Hunde sind immer noch im Garten, 4 Stück mittlerweile und ungefähr, ich weiß gerade nicht. Mal 2, 20 Meter entfernt. Also da müsstest du jetzt wirklich richtig brutal Hackengas geben. Gehe ich hier hinten durchs Fenster wieder ran. Ich Warum gehst du wieder rein? weiß es nicht. Okay, ja, die Hunde haben dich auf alle Fälle gehört und 4 Hunde. Ach, gehört. Ja, wenn sie mich gehört haben, dann muss ich Hackengas geben. Das Ja, funktioniert wollte ich gerade richtig. sagen, das sind Hunde. Ja, dann renne ich. Ja, Du gut. und du. Die Bilder hattest du ja eingerollt und dabei. Ja. Derweil, ja, können die angestellten Söldner werden jetzt nach und nach nach oben sprinten und dort Siegwald und Torwald entdecken. Also wenn Ragnar aus dem Fenster springt, hilft es nichts und ich muss hinterher. Ich werde nicht ohne den Chef hier bleiben, denn dann werde ich auch nicht bezahlt. Und Siegwald kann mich mal, den kenne ich nicht. Gut, beziehungsweise ich gehe zum Fenster, steige hinaus und möchte mich an der Balustrade erstmal nach rechts hangeln. Kletterprobe, Schwert um 5. Alles klar, nehme ich. Du siehst, wie auch unter dir Hunde jetzt gerade Weg. angerannt und gebellt kommen. Ragnar ist schon verschwunden in der Dunkelheit. Keine Ahnung, wie der das macht, aber hui, das muss wohl richtiger Experte aus Gareth sein. Ja, du kletterst dann so ein bisschen auf der Außenseite in Richtung nächstes Fenster. Ja, ich suche einen Weg aufs Dach. Den Gibt wirst du es den finden. hier? Gibt Ja, es den klar, also hier? ich Okay. muss gerade gucken, mit der Probe kannst du sogar von hier aus weiter nach oben aufs Dach klettern. Gut, dann kletter ich aufs Dach, leg mich da mit der Armbrust auf die Lauer und warte erstmal ab. Vielleicht kommt der Chef ja noch zurück. Gut. Denn wir sind drin, also ziemlich drin, das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Ja, Siegwald, du kannst auf alle Fälle spüren, wie du dich aufrappelst und ein stechender Schmerz in deinem Unterschenkel. Wenn du hinguckst und dich gerade aufrappeln willst, vielleicht auch durchs Fenster, kannst du sehen, wie da wohl ein Bolzen in deinem Unterschenkel drin steckt. Autsch. Verfluchte. Bleib stehen, Freundchen. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist ein Missverständnis. Papa, Papa, läuft gerade an die Balkonage und ruft dann auch seinen Vater. Die sind natürlich auch aufgebrochen. Und jetzt natürlich Chaos. Nicht nur draußen im Haus, Hunde bellen, 4 Stück, Wachen, die angerannt kommen, sondern dann nach und nach auch andere Menschen, die die Treppe nach oben kommen. Arvid in Begleitung von dem Herrn mit Augenklappe. Also gut, wie schlagt ihr vor, ist mit ihm umzugehen? Die dunkelste Stimme, die du jemals in deinem Leben gehört hast und jemals wieder hören wirst. Ich werde ihn verschonen. Ich kümmere mich um ihn. Sehr wohl, Herr von Wolterach. Sehr wohl. Ja, möchte Ragnar noch einmal wiederkommen oder war es das für dich? Ich meine, die Hunde sind auf der Suche nach dir, Die sind Sache hier. ist, die Hunde schlagen ja bei jedem Fremden an, ne? Ja. Das Weil, sind wenn ich Bluthunde, jetzt sag ich hier. mal. Also die laufen dir, wenn du jetzt stehen bleibst oder irgendwas anderes machst, dann. Ich bin ja theoretisch immer noch Schatzmeister der Dämonenarche. Und ich könnte ja theoretisch zu einem nächtlichen Besuch, weil ich gehört habe, dass dort noch eine Feier ist, Ja. hinkommen, um mit denen geschäftliche Sachen zu besprechen. Nachdem du durch das Fenster gebrochen bist, du kannst meinetwegen stehen bleiben, entscheide dich. Nein, 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 du würdest einfach 3, weglaufen. Ich würde 2, weglaufen, hallo, gut. weglaufen. Aber ich will
Der Plan ist, dass ich dann demnächst wiederkomme. Demnächst. Ja, klar. Also so in, keine Ahnung, 10, 20 Minuten. 10, 20 Minuten. Okay, ja, dann stehst du wieder draußen über die Hecke rübergeklettert, rennst natürlich nochmal 3, 4 Villen weiter. Die Hunde werden dir natürlich hinterhergeschickt. Du kannst auch wohl Pfeifen hören von den Söldnern, Stadtwache, die angerannt kommt aus verschiedenen anderen Richtungen. Und du müsstest jetzt noch einmal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln, damit du dich da in so einem Busch abhocken kannst. Ja, und dann vielleicht nochmal neu deine Haare färben oder sowas. Ja, genau, das wäre der Je Plan. nachdem, was du jetzt vorhast. Sich verstecken, ja? Sich verstecken. Gut. Ja, dann rennen sie an dir vorbei. Also die Hunde kläffen irgendwo anders und ja, die Wachen laufen dann an dir vorbei. Du bist dann versteckt in einem Busch. Ja, dann würde ich mal. Was für Kleidung habe ich denn gerade an? Deine normale Das. Ragnarkleidung. Meine normale Rattenkleidung, gut. Ich weiß nicht, ob mich jemand bis jetzt schon gesehen hat. Also diesen dicken Pelzmantel. Alles klar, gut. Ja, damit sehe ich ja wahrscheinlich wie jeder andere Bornländer aus, der hier rumläuft. Genau. Wunderbar. Ja, dann würde ich jetzt erstmal meine Haare wieder zurückfärben. Hast du denn Farbe? Ja, ich habe das zweimal gekauft. Okay. Einmal, um mir die Haare weiß zu färben und jetzt einmal wieder, um mir sie mit braun zu färben. Ja, halbe Stunde später sind deine Haare wieder auch normal. Also Alles klar. schwarz glänzend normal. Ja, dann würde ich selbst jetzt, keine Ahnung, zu irgendeinem Typen hingehen, zu irgendeiner Stadtwache und fragen, was denn hier überhaupt für so ein Rumor ist, warum die Leute hier noch alle so laut sind. Wir haben Alarm bekommen. Mehrere Eindringlinge, die sich in die Villa Störrebrand aufgemacht haben. Eindringlinge. Ein Jawohl. Störrebrand. Wie Das sagten wahnsinnig? zumindest die Söldner von ihm. Die müssen doch verrückt sein. Ja, wohl schon. Ich habe gehört, Störrebrand soll eine der schwerst bewachten Villen sein. Stimmt Ja, das? ich bin mir da nicht so ganz sicher, Junge. Ich war noch nie in der Villa, aber sicherlich haben sie Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Das denke ich auch. Könnt ihr mir den Weg dorthin sagen? Ihr Hier, müsst wissen. das Eisentor. Die 20 Meter hoch, direkt in der, am Meer, könnt ihr nicht verfehlen. Da, wo Alles noch klar, Licht vielen Dank. brennt. Vielen Dank. Ja, dann würde ich da mal gemächlich hinspazieren. Ja, was möchte Torwald machen? Unter dir Ich ist muss. Chaos. Ja, höre ich denn, was gesprochen wird? Nein. Oder ist das zu weit weg schon? Nein. Okay, höre ich, wie man Siegwald in den Raum hier bugsiert? Nein. Okay, in dem Fall. Ich sehe Ragnar. Ne, beziehungsweise höre ich dann. Ne, mit wem? Ragnar spricht mit der Stadtwache, aber nicht in der Nähe, richtig? Nicht in der Nähe, Und nee. nicht. Okay. Kannst ihn nicht sehen, nicht hören, weißt nicht, dass du hoffnungslos allein bist. Ich bin jetzt schon hier. Ich werde jetzt nicht Leine ziehen. Entsprechend warte ich erstmal ab, bis sich der Shit beruhigt. Also ich bleib da liegen, wo ich jetzt gerade bin. Erstmal ein halbes Stündchen. Ich habe kein Stundenglas, aber so lange, wie sich eine halbe Stunde anfühlt. Das jetzt in Wahrheit eine ganze ist, kommt nicht so sehr drauf an. Erstmal sollen die denken, sie hätten uns alle. Und wenn ich nur Störrebrand erschieße, den fetten Wichser, ist mir egal. Der wird hier fett, während fester Hunger hat, das kann nicht sein. Gut, ja, dann steht Ragnar vor dem Schmiedeportal von Störrebrand mit den beiden Stadtwachen davor. Oder Söldner. Den 12 zum Gruße. Abend. Was willst du? Mein Name ist Ragnar Heldenmund Ogilson. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von mir gehört habt. Die Dämonenarche, die in der Nähe von Festungen gelandet ist. Ich bin ein Mitglied der Mannschaft. Ich bin der Schatzmeister. Ich wollte einige finanzielle Dinge mit Herr Störrebrand besprechen. Ich habe gerade eben schon Jetzt gehört, weißt du, der wie spät Zeitpunkt. es ist? Mitten in der Nacht, Natürlich. Mann. Mitten in der Nacht. Es ist gerade mal. Man schaut so nach oben, als hätte man Ahnung, wie spät es gerade ist. Nur für geladene Gäste, Junge. Nur für geladene Gäste. Seid ihr euch sicher? Selbstverständlich sind wir uns da sicher. Wollt ihr nicht lieber nochmal mit Herr Störrebrand reden? Herr Störrebrand hat uns gesagt, wer geladen ist. Er guckt auf seine Liste. Golgor der Grollen, die Gelehrten Volodymyr und Wladimir,
Alrik Say, Leutnant zu See. Es ist gerade zwar total dumm, dass er das macht, aber er liest es halt vor. Und Sadek von Volterach. Da steht kein Okay. Schatzmeister Ragnar drauf. Alles klar. Nun, ihr könnt ihm sagen, dass ich gerne demnächst mit ihm einige finanzielle Interessen besprechen wollen würde. Wir haben uns bei einer Ratssammlung getroffen und er hat uns ein Angebot für die Arche gemacht. Ich wollte ihm nur sagen, dass wir das Angebot überdenken wollen. Und das muss jetzt Nacht sein. Nun, ich habe darüber nachgedacht, was er mir angeboten hat. So etwas dauert seine Zeit und ich habe einige Sachen überschlagen und berechnet. Ich bin Ja, jetzt fertig mit der Berechnung. ich schreibe den Namen auf und werde es ihm dann morgen früh vorlegen. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann würde ich ihm nochmal meinen Namen buchstabieren. Ich weiß nicht, ob der lesen und schreiben kann. Ja, kann er bestimmt als, also das ist kein einfacher Söldner, das ist dann ein etwas besserer. Wunderbar. Ja, und dann laufe ich nochmal um die Villa herum und versuche nochmal von hinten reinzuklettern. Keine Chance. Also mit vier Hunden im Garten, überall ist Licht, überall sind Waffen draußen, da kommst du jetzt nicht mehr rein. Okay, ja, ein Versuch war es wert. Schade. Naja, hab ein paar Bilder. Ich würde mal gerne schätzen, wie viel so ein Bild wert ist. Wenn ich das an die richtigen Leute verkaufe. Ja. Malen und zeichnen einfach mal würfeln. Das ist Theorieprobe. Diese Bilder können unbezahlbar sein, wenn sie an die richtigen Leute verkauft werden. Und je nachdem, da muss man richtig vorsichtig sein. Das ist keine normale Hehlerware. Das ist wirklich Zeug, was in den Schwarzen Landen verkauft wird. Und da kannst du richtig viel verdienen. Also wenn du mal ungefähr das nach Yol'Gurmak, nach Warung, vielleicht nach Mendena oder so kommst, da wirst du ziemlich gute Abnehmer für finden, aber in göttergefälligen 12 Landen wirst du das nicht los. Was? Wie gesagt, die Motive habe ich dir genannt. Ein von Ratten angenagter Effortgeweihter, ein Zauberer, der mit Kristallstaub sich in Borons Hallen katapultiert hat, ein Eferdi, der im Brunnen ertrinkt. Na gut, das Heldengemälde mit dem Höhlendrachen, das könnte man vielleicht verkaufen. Die, ja, Person, der Stoffballen, das Kleid, was vom Baum herunterhängt. Merkwürdig, kein richtiges Motiv, sehr einfach gezeichnet, das ist wahrscheinlich wertlos. Ein Duell an Bord eines Schiffes. Und mit deinem Hintergrundwissen wird sich vielleicht Jarlan dafür sehr interessieren, aber ob er dafür Geld bezahlt, eher nicht. Wahrscheinlich nicht. Und eine schwarze, riesige Festung mit Wurzeln, die wohl aus dem Boden herausgerissen wurde, die über Gareth schwebt. Ja, dann der gute Jalan bzw. Alrixey hat mich gerade auf eine sehr gute Idee hingewiesen. Und zwar würde ich mich jetzt irgendwo in die Nähe der Villa, also nicht in die Nähe der Villa, sondern ich würde einfach jetzt irgendwo anders hinlaufen. Dann würde ich da einen Brief schreiben, einen Erpressungsbrief an den guten Arvid Storebrand, dass die Bilder in sicherer Gewahrsam sind. Und wenn er die Bilder wiederhaben will und das nicht an die große Glocke in Festung gehängt werden soll, dann dann will man eine dementsprechende Belohnung haben. Man weiß, was es ist und man weiß, wie viel es wert ist. Er sollte sich nicht lumpen lassen. Der Zettel wird dann irgendeinem Goblin in die Hand gedrückt, dann wird ihm noch ein Silbertaler in die Hand gedrückt. Man würde allerdings darauf achten, dass man, wenn schon denn schon nur die Augen sehen kann von mir. Möchtest du das unterschreiben oder ohne Unterzeichnung abgeben? Ich würde ihm sagen, dass man, dass ein Unterhändler zu irgendeinem Ort kommen würde am nächsten Abend. Ein Mann, dem der Dieb vertraut. Und damit blenden wir aus. Wie es am nächsten Morgen weitergeht, das werden wir sehen.